Hallo, ich bin der Felix und heute sage ich euch, wie kann man durch den Winter kommen, dass man im Frühjahr da nicht ganz von vorne anfangen muss mit Radfahren. Also es gibt viele Leute, die machen da Winterpause oder Winterschlaf und tun fast nichts und Ausrede. Heute ist es zu warm oder zu kalt oder zu nass, zu viel Schnee, zu wenig Schnee und. Das ist da ein bisschen falsch aus diesen Gründen. Das Aufbauen, eine Form auszubauen, braucht man sehr viel Zeit, also längere Zeit, Monate, Jahre. Und die Form runterzufahren, braucht man vielleicht einen Monat. Und dann ist man normaler Brotfresser, wenn es um Ausdauer geht und Kraft. Das zu vermeiden, sollte man im Winter die Wintersportarten nutzen, so wie Skilanglauf, ist ein sehr guter Ausgleich zum Radfahren, Eislaufen. Nachher kann man auch schwimmen gehen, wenn es kalt ist. Dann kann man im Schwimmbad viel erreichen. Also Schwimmen ist nach Skilanglauf das Beste, was man machen kann im Ausdauersport. Ich sage hier rede hier vom Schwimmen, nicht vom Baden. Baden ist etwas anderes, da liegt man da irgendwo im Wasser und tut man nicht viel, dann bringt auch nicht viel. Aber wenn man schwimmt, dann sollte man schon da um die 1000 Meter mindestens an einem Tag oder an einem Besuch im Schwimmbad schaffen. Wenn man das nicht schafft, dann kann man das auch lassen. Dann ist da nicht viel dran. Außerdem für ganz bequeme Leute gibt es noch Spaziergänge, Läufe, Bewegung. Jede Art draußen ist Ausgleich fürs Ausdauersport. Natürlich, die Leute, die da ein bisschen leistungsorientiert sind, so ein bisschen mehr machen als normaler Mensch. Also ich meine, Laufen oder Joggen sollte nicht da unter 10 Kilometer sein, sonst hat das auch da eine große Wirkung. Natürlich kann jeder gleich sich da einen Specht machen und hier 10 Kilometer. 10 Kilometer ist machbar ohne Probleme. Sagen wir mal am Anfang in 2 Stunden ohne Probleme. Nachher sieht man, wenn man das regelmäßig macht, dass man da auf 1 Stunde kommt ohne Probleme. Und dann hat man auch irgendwo Freude und Bestätigung, dass man auf gutem Weg ist, im Frühjahr mit Fahrrad zu fahren und weiter sich aufbauen. Und dann kann man auch irgendwo Rennen mitfahren. Und dann sieht man, ob man das da als Hobby macht, mehr oder weniger. Nachher hat man, wenn man schon ein bisschen mehr trainiert hat, gleich Appetit auf Vergleich. Dass, wenn ich da jetzt 20. bin, dann habe ich Gedanken, mindestens am zweiten Tag nach dem Rennen, warum bin ich 20. Ich konnte doch 10. werden. Und das ist schon ein sehr guter Gedanke. Und dann, wenn man noch dazu positiv denkt, ja, wenn ich das erreichen will, dann muss ich auch trainieren, dann ist alles realistisch. Und wenn man nur will, mit Willen kann man da nicht viel anfangen. Muss man tun. Und tun ist sich ein bisschen quälen, schwitzen. Und wenn man das nicht in Kauf nimmt,
dann sollte man nur Radspaziergänge machen oder Rad genießen und irgendwelche andere Aktivitäten machen. Und das Rad ist nur Zweck, hinzukommen und zurück. Ne? Aber ich meine hier Rennrad, das sind Leute, die da nicht nur angeben, die wollen auch vorne mitmischen und dann dürfen die auch angeben. Wenn man da hinten fährt, hat man schöne Klamotten, schönes Fahrrad, kann man auch angeben, aber denn das Grinsen ist da irgendwo nicht angesagt, angebracht. Deswegen nochmal Bewegung, jede Art ist gut. Aber da muss man auch im Klaren sein, wenn man Erfolge haben will, muss man den Winter so nutzen, dass man die Ausdauermöglichkeit nicht runterfährt zum Null. Alternativ zur Bewegung auf dem Fahrrad oder im Gelände gibt es auch Indoor-Geschichten. Das heißt, auf der Rolle oder Ergometer, das gibt es da jede Menge. Natürlich ist das auch Training und kann man sich auch da in Form halten. Aber es ist das bisschen künstliches Formhalten aus diesen Gründen, dass man sich da tatsächlich quälen muss oder überwinden muss, dass man sowas überhaupt macht. Es gibt Leute, die sowas nicht auf die Reihe kriegen, aus diesem Grund, dass der Training muss mindestens eine Stunde und mehr dauern. Und wer will schon eine Stunde auf der Rolle trainieren und nur in der Wand schauen? Natürlich kann man sich da irgendwelche Video oder Fernseher hinstellen vor der Nase und so weiter. Aber trotzdem hat man da keine Luftbewegung. Wir sind im Keller, wo das Luft ist da irgendwo unbeweglich. Und deswegen haben viele da Hemmung zu sowas. Ist ganz was anderes irgendwo im Fitnessstudio, wo ein paar Leute auf einmal da im Spinning fahren. Und da geht es um auch irgendwelche Kampfvergleich. Und da ist der Reiz schon da. Wenn man alleine im Keller da irgendwo trainieren will, ist kein Reiz, keine Luftbewegung und. Nämlich kann man auch sagen, wenn jemand das will und macht, ist auch eine sehr gute Möglichkeit zum Ausgleich, wenn es draußen schlechtes Wetter ist und so weiter, ist das immer besser als nichts. Es gibt noch sowas wie Zwift, aber da haben wir schon ein bisschen Hemmung aus diesem Grund, dass die Geschichte sehr teuer ist oder sehr kompliziert ist für Leute, die da nicht so mächtig sind in Internetgeschichte. Und das ist da denn vergleichmäßig angeblich zum normale Touren. Aber sitzt man irgendwo im Zimmer und das ist nicht das Gleiche. Das wird noch vorgetäuscht, dass es gleich ist. Alternativ zu dieser Geschichte ist noch Gravel oder Mountainbike Rad sehr gut. Warum Mountainbike oder Gravel? Im Gelände trainiert man außer Kraft und Ausdauer noch Technik. Wir haben im Winter immer ein bisschen andere Bedingungen als im Sommer. Also im Winter haben wir Eis, Schnee, Nässe und dann rutscht man hier ab, da ab und dann macht man die oder trainiert man die Technik nebenbei. Was bringt uns das? Das bringt uns sehr viel aus diesem Grund, dass wenn wir jetzt auf dem Rennrad umsteigen,
im Frühjahr, dann fühlen wir uns da auf einmal viel, viel sicherer, wie wenn man die ganze Zeit nur mit Rennrad fährt, dann hat man da keinen Vergleich. Außerdem, Rennrad ist da sehr schnelles Mobil. Gravelbike ist schon ein bisschen langsamer, Mountainbike noch langsamer und ist ein bisschen schwerer. Und wenn man von Mountainbike sich umsetzt auf ein Rennrad, da fühlt man sich sehr, sehr wohl und hat man so einen Eindruck, als wäre das Rennrad da Elektrorad und fährt von alleine, aber nur bergrunter. Ne? Das waren meine Tipps, wie man übers Winter kommt. Wenn ihr auch Tipps habt, dann schreibt ihr bitte in unsere Kommentare. Weitere Videos gibt es hier, abonnieren hier. Das war's für heute und tschüss.